Aber wer würde sonst in Frage kommen? Na gut, es gibt ja noch ganz viele Charaktere, die wir noch nicht kennengelernt haben, quasi immer hier, so wie ihn zum Beispiel. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Bälle sind im Korb. Stimmt. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Tja, Ethan ist sehr verdächtig. Die Blackouts und all das. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shaw. Und ich zahle gut. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauert Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Ja, es gab verschiedene Enden. Aber die Story ist in dem Spiel dann doch immer noch dieselbe. Auch wenn es verschiedene Enden gab. Weil du kannst unter anderem kannst du auch die Charaktere verlieren, mit denen du spielst. Ich versuche natürlich, jeden Charakter zu retten. Ja. Du hast 4 Charaktere und ich möchte natürlich nicht, dass einer der Charaktere stirbt. Aber ja, was soll man sonst machen? Wenn einer stirbt, dann ist es leider so. Prüfung Nummer 3.
Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Na komm, mach, Alter, komm. Komm, mach! Ach Gott, ey. Meine Güte, kannst du dir mein Mikrofon beiseite packen? Das ist wieder furchtbar, dass es nicht funktioniert. So, also gut, da ist nichts drin. Das Mikrofon ist mir auch leider immer ein bisschen im Weg, deswegen muss ich das dann... Nichts drin. Oh Gott. Da ist was drinne. Da hört man doch schon. Mach kaputt das Ding. Ja, verstehe ich auch nicht, warum er das nicht direkt kaputt macht. Das ist so dämlich eigentlich, aber ja gut. Mein Gott. So. Da kommt das Mikrofon wieder zurück. So. Ja, aber Ethan, wie man sieht, hat schon bessere Tage erlebt. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Ja, ganz genau. What the fuck? Das war auch mein Gedanke, wo ich das damals gespielt hatte. Oh ja, komm, super. Erstmal betäuben wahrscheinlich den ganzen Schmerz. Oh. Ja, aber das war auch mein Gedanke in dem Fall. What the fuck? Was geht denn jetzt hier ab? Schmerzmittel. Oh ja. Ja. Oh, so eine rostige Kackaxt auch noch. Oh nein. Ja, was soll's. 4 Minuten und 30 Sekunden. Was soll's, wir müssen durch. Wir müssen da durch. Das ist ja das Schlimme. Kommt noch ein bisschen was. Mach das Ding leer. Ich weiß nicht, ob wir noch was anderes finden könnten hier. Ach komm, scheiß drauf, wir machen es einfach. Wir sind jetzt schon gut angetrunken. Oh mein Gott. Sie haben noch 4 Minuten. Es tun. Oh mein Gott. Ah, fuck, Alter.
Dieses Spiel ist einfach so abgrundtief böse. Es ist so böse. Es ist einfach so abgrundtief böse. Das Problem ist, unser Sohn wird immer schwächer. Unser Sohn wird immer schwächer. Wir haben noch zwei Prüfungen vor uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch noch beeilen, weil die Zeit arbeitet jetzt auch noch gegen uns. Das ist das Schlimme dabei. Die Polizei ist auf uns auf den Fersen. Wir wissen immer noch nicht, ob wir der Origami-Killer sind oder gegebenenfalls der Sohn von dem einen, dieser Gordy. Oder gegebenenfalls noch jemand anderes. Die Polizei denkt aber, wir sind es. Die Frau denkt, wir sind es. Der Scott noch nicht. Der Scott ist noch nicht dahinter gekommen bis jetzt, dass er eventuell der Killer sein könnte. Aber oh mein Gott. Es ist so schlimm, das Spiel. Es ist so schlimm. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich wissen. Und jetzt? Schaut sie raus? Nein, zurückbleiben. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Ein Schrank, so ein Mist. Komm schon. Ah, mach so. Ah, Gott. Komm schon, mach! Mach doch! Oh Gott! Spiel! Controller! Ach, Mann! Die Geheimzahl dreimal wieder. Hoch.
Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, James. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Oh nein. Position halten. Zugriff. Oh nein. Mach auf die Scheiße, komm raus da. Ah. Ja. Ich mach ja schon so schnell ich kann, aber es geht ja nicht. Nein, mach doch gerade dahin, wohin soll. Ja, darüber, genau, darüber, darüber. Komm, komm. Schnell, zwischen den Autos durch. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Das ist mir noch nie passiert! Scheiße! Fuck, warum ist die da lang gelatscht, die Olle? Nein! Nein! Kacke! Nein! Nein! Das ist jetzt gerade ganz, ganz, ganz beschissen. Die hätte nur nach scheiß rechts gehen müssen und sie geht nicht. Also, ja, scheiß Steuerung, ey. Hände hoch, fuck, Alter.